أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، على رسول الله صلوات. So, heute geht es uns um das Thema der Verhüllung der Frau. Zuerst wollen wir einmal besprechen, warum der Frau die Verhüllung vorgeschrieben wurde. Und zwar wird dazu im Buch Strahlen auf Seite 75 und des Weiteren gesagt: O majestätischer Allmächtiger, der du im Glanz deiner gewaltigen Ausstrahlung verborgen bist. O du absolut Mächtiger, der du aufgrund deiner gewaltigen Größe unsichtbar bist. Weiter auf Seite 80 wird nochmal gesagt: O du, der du hinter der gewaltigen Macht deiner Erscheinung verborgen bleibst. O du, der du dich mit deiner gewaltigen Größe verhüllst. In einer weiteren Stelle, und zwar auf Seite 89, wird auch noch gesagt: O allweiser Meister, der du im Glanz deiner gewaltigen Ausstrahlung verborgen bist. O du allbarmherziger Schöpfer, der du aufgrund deiner gewaltigen Größe unsichtbar bist. An diesen Stellen kann man schon mal erkennen, dass selbst Allah sich in diesem System verhüllt hat. Im Buch Briefe auf Seite 761 wird auch noch geschrieben: Ich sah, dass in dieser Welt tausende von Welten in Schleier um Schleier gehüllt sind, einer wiederum in einer anderen, wie die zahlreichen Blütenblätter in einer Rosenknospe. Anhand dieser Textstellen können wir schon mal sehen, dass Allah nicht nur sich selbst verhüllt hat, sondern auch das gesamte System in Schleier umhüllt hat. Und er hat in diesem gesamten Kosmos nur einem Geschöpf die Verhüllung vorgeschrieben. Und das ist die Frau. Um zum Beispiel eine gewisse Nähe zu Gott zu erreichen, um ihn überhaupt erst einmal kennenlernen zu können. Was müssen wir machen? Was ist die Voraussetzung? Wir müssen an ihn glauben, richtig? Aber damit ist ja die Sache noch nicht erledigt. Wir wollen ihn ja auch noch näher kennenlernen. Alle Seiten von Allah kennenlernen. Was müssen wir dafür machen? Wohltaten machen. Dass man zum Beispiel jemandem hilft, dass man die ganzen guten Sachen macht, die einem als Muslim aufgetragen sind. Genauso ist es mit der Frau auch. Wenn man die Frau erst einmal mit sich selber verlobt hat, hat man schon mal den ersten Schleier aufgehoben. Aber dadurch hat man die Frau noch nicht ganz komplett für sich gewonnen, mit all ihren Eigenschaften. Was muss man machen? Man muss die Frau, um sie ganz für sich gewinnen zu können, dazu bringen, jemanden zu lieben. Wiederum darum kann man sehen, dass die Verhüllung der Frau eigentlich keine Erniedrigung für die Frau ist, sondern ganz im Gegenteil, um den Wert der Frau noch einmal hervorstellen zu lassen. Ganz im Gegenteil zu der Moderne, die die Frau heute unter dem Namen der zivilisierten Frau als Gegenstand nutzt, und zwar in Werbung zum Beispiel, habt ihr das bestimmt schon überall schon mal gesehen. Wenn jemand zum Beispiel ein Auto oder einen Computer verkaufen will, ist auf der einen Seite das Produkt und auf der anderen Seite die Frau stehen hat. Denn derjenige, der diese Werbung sendet, weiß ganz genau, dass die Männer sehr darauf bedacht sind, Schönheit zu sehen und die Frauen ihre Schönheit zu zeigen. Diesbezüglich sagt Bediüzzaman im Buch Strahlen auf Seite 153: Zum Beispiel, wenn Männer und Frauen gemeinsam nackt miteinander ins Bad gehen und die Frauen sehr dazu geneigt sind, ihre Schönheit zu zeigen, werfen sie sich freiwillig der Versuchung in die Arme und gehen so auf Abwege. Die Männer aber, welche die Schönheit anbeten, werden von ihrer Leidenschaft überwältigt, stürzen von Freude überwältigt ins Feuer und verbrennen. Das heißt, derjenige, der diese Werbung macht, weiß genau, wenn der Mann dieses Produkt sieht, hat er gar kein Interesse an diesem Produkt erst einmal. Aber wenn er die Frau sieht und das Produkt daneben, weiß er ganz genau, wenn ich diese Frau zum Beispiel haben möchte, für mich gewinnen möchte, dann muss ich dieses Produkt besitzen. Und schon erstellt er eine Verbindung zwischen der Frau und dem Produkt. Was macht er? Er bekommt diese Not, das Produkt kaufen zu müssen, nur um an die Frau heranzukommen. Da wird die Frau eben als Mittel benutzt, um einen Gewinn zu machen. Des Weiteren nennt Bediüzzaman im Buch Blitze vier Weisheiten, die die Verhüllung der Frau angehen. Und zwar die erste Weisheit ist, dass die Frau von Natur aus sehr schwach und zart ist. Dass sie daraus folgend jemanden braucht, der sie und ihren Kindern, die sie über alles liebt, einen gewissen Schutz gewährt, eine gewisse Sicherheit leistet. Und darum versucht sie, sich den Betrachter als schön darzustellen. Das geschieht nun mal auf zweierlei Wege. Entweder zeigt die Frau ihre äußerliche Schönheit, die im Buch Blitze auf Seite 403 so gewertet wird, dass Bediüzzaman dort sagt: In der Risale Nur heißt es in einer Abhandlung: Ein Mann von Verstand stützt sich in seiner Liebe zu seiner Gattin nicht auf deren äußerliche Schönheit, die in 5 oder 10 Jahren vergeht,
baut nicht auf deren Aussehen seine Freundschaft zu ihr auf. Vielmehr sollte er seine Liebe auf ihrer Liebe und ihrer inneren Schönheit aufbauen, wie sie der Frau eigen ist, jener Schönheit und Vollendung der Frauen, welche von Bestand und ihre größte Schönheit ist, so dass die Liebe ihres Mannes auch dann noch fortdauert, wenn auch der Jugendliche längst eine Greisin geworden ist. Seine Gefährtin ist ihm nicht nur in diesem irdischen Leben eine Zeit lang Hilfe und Partnerin, sondern auch im ewigen Leben eine immerwährende, liebenswerte Lebensgefährtin. Also nun gibt es nun mal, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Entweder die Schönheit vorzudringen oder diese Charaktereigenschaften, die die Frau besitzt. Die Absicht der Verhüllung der Frau im Islam ist es eben, die Schönheit zurückzudrängen und eben diese endlosen und beständigen Eigenschaften der Frau nach vorne zu drängen, sodass sich der Mann nicht auf die Schönheit konzentriert, sondern auf die Eigenschaften der Frau. Was aber die Frauen zum Beispiel heutzutage machen, auch sie verhüllen sich, nur auf eine andere Art und Weise, und zwar auf die falsche. Und zwar versuchen sie, ihre Schönheit in den Fokus zu rücken und dafür ihre Eigenschaften zurückzudrängen. Was dann nun mal dazu sorgt, dass, wie Bediüser Mann sagt, dass diese Schönheit nun mal für 5 bis 10 Jahre andauert. Und dass der Mann mit fortschreitendem Alter sein Interesse an dieser Frau verliert, weil es die Schönheit war, die diesen Mann angezogen hat. Des Weiteren sagt Bediüser Mann auch, dass es Frauen gibt, die auch schön sind und ihre Schönheit auch wirklich zeigen wollen. Diesbezüglich sagt er auf Seite 405 im Buch Blitze: Sie empfindet die Blicke von 18 unter 20 Männern als lästig. Das heißt, dass die Frau die Blicke von 20 Männern auf der Straße, die sie ihre Schönheit zeigt, 18 von denen empfindet sie als belästigend. Das heißt, sie wird gestört von diesen ganzen Blicken und möchte das nicht. Und das setzt eben voraus, dass die Frau sie verhüllt, dass sie ihre Schönheit nicht zeigen möchte. Was die zweite Weisheit angeht, die wollen wir mal zusammenlesen. Und zwar im Buch Blitze auf Seite 394. Dort wird gesagt: Diese so grundsätzliche und derart intensive Beziehung, diese Liebe und Verbundenheit zwischen Mann und Frau, erwächst nicht nur aus einem Bedürfnis dieses irdischen Lebens. In der Tat ist eine Frau nicht nur Lebensgefährtin ihres Mannes, als seine Gattin ihm zugehörig für dieses irdische Leben. Sie ist vielmehr auch seine Lebensgefährtin im ewigen Leben. Da sie aber nun einmal auch im ewigen Leben als seine Gattin die Gefährtin ihres Mannes ist, ist es selbstverständlich notwendig, dass sie außer den Blicken ihres Mannes, welcher für ewig ihr Freund und Partner ist, nicht noch die Blicke eines anderen auf ihre Schönheit lenkt und ihn dadurch verärgert und eifersüchtig macht. Wenn ihr Gatte noch dazu ein Gläubiger ist, bleibt im Geheimnis des Glaubens seine Verbindung mit ihr nicht nur auf dieses irdische Leben beschränkt, ist nicht nur ein Trieb und eine Zuneigung, bestimmt für die Tage der Schönheit, sie ist vielmehr eine Verbindung für das ewige Leben, vom Standpunkt einer wesensgemäßen Lebensgemeinschaft in tiefer Liebe und Verehrung. Außerdem bringt er ihr diese tiefe Liebe und Verehrung nicht nur während der Dauer ihrer Jugend und Schönheit, sondern auch in der Zeit ihres Alters entgegen, wenn sie schon verblüht ist. Sicherlich ist es ein Erfordernis der Menschlichkeit, dass auch sie ihre eigene Schönheit dementsprechend nur für seine Blicke bestimmt und ihre Liebe und Zuneigung auf ihn beschränkt. Anderenfalls kann sie sehr wenig gewinnen, jedoch sehr viel verlieren. Hier wird der Fokus jetzt sehr auf die Frau gelenkt, aber es müssen nämlich auch die Männer darauf achten, dass sie ihre Frau nicht eifersüchtig machen und ihre Blicke nicht woanders haben. Denn wie wir vorhin vorgelesen haben, die Frauen empfinden 18 von 20 Blicken der Männer als belästigend. Die Männer hingegen empfinden nur eine von 100 Blicken der Frauen als belästigend. Das heißt, ihnen gefallen 99 der Blicke. Das heißt, der Mann steckt in eine viel größere Gefahr, in die Treulosigkeit zu fallen, als die Frau. Damit können wir auch schon überleiten in die dritte Weisheit. Und zwar, dass das Glück der Familie im gegenseitigen Vertrauen liegt. Und zwar wird dort gesagt, auf Seite 395, das Glück im Leben einer Familie kann nur in wechselseitigem Vertrauen zwischen Mann und Frau, in aufrichtigem Respekt vor und inniger Liebe zueinander fortdauern. Die Aufhebung der Verhüllung und eine nicht ausreichende Bekleidung zerstört dieses Vertrauensverhältnis, der gegenseitige Respekt geht verloren und die Liebe zueinander zerbricht. Denn unter 10 Frauen, die sich freizügig kleiden, findet sich nur eine, die sich etwa nicht darum bemühte, sich bei Fremden beliebt zu machen, die sie nicht für schöner als den eigenen Gatten hielte, 9 halten sie für besser als ihren Gatten.
und nur einen unter 20 Männern, der keine andere Frau schöner hielte als seine eigene. Im gleichen Augenblick aber ist schon der Grund dafür gelegt, dass sich mit dem Entschwinden dieser innigen Liebe und der gegenseitigen Hochachtung voreinander ein äußerst hässliches und ebenso niedriges Gefühl entwickelt. Daran können wir sehen, dass diese Freizügigkeit, dass die Nichtverhüllung der Frau dazu führt, dass das Vertrauen zwischen Mann und Frau zerbricht. Und auch diese gewisse Intimität, die in einer Ehe ist. Das heißt, dass der Mann bestimmte Eigenschaften seiner Frau sieht und nur auf ihn beschränkt ist. Wenn die Frau sich zu Hause genauso anzieht, wie sie sich draußen anzieht, dann geht diese Intimität zwischen Mann und Frau verloren. Was dazu führt, dass sie vielleicht mit Treulosigkeit beschmutzt wird und dass dadurch eben das Glück zerbricht. Wenn das Glück zerbricht, löst sich somit auch die Familie auf. Diesbezüglich sagt Bediüzzaman im Buch Blitzer auf Seite 396, denn ein junger Mann, der zeitgemäß lebt, selbst wenn er noch so freie Ansichten vertritt, möchte eine unbescholtene Lebensgefährtin haben. Weil er aber nicht will, dass sie seine der Zeit entsprechende Lebensweise und seine modernen Ansichten teilt, das heißt offen und freizügig gekleidet geht, so bleibt er Junggeselle. Ja, vielleicht verfällt er sogar einem unzüchtigen Lebenswandel. Die Folgen davon beschreibt Bediüzzaman im Buch Strahlen auf Seite 156. Und zwar steht dort im 11. Vorzeichen, eine Überlieferung sagt, in der Endzeit wird ein Mann 40 Frauen beaufsichtigen. Wenn sich auch bei Gott allein die Antwort findet, so gibt es doch zwei mögliche Auslegungen. Davon wollen wir uns erst einmal nur auf die erste konzentrieren. Dort sagt er, erstens, in jener Zeit werden die gesetzlichen Ehen zurückgehen. Wer davor flieht, sich an eine einzige Frau zu binden, wird zum Hirten von 40 unglücklichen Frauen, die allein geblieben sind. Nun kann man sich natürlich auch die Frage stellen, wieso soll die Frau sich dann verhüllen? Dann kann der Mann doch einfach nicht hinschauen, seine Trieben decken und dann könnte die Frau so rumlaufen, wie sie möchte. Wie am Anfang bereits genannt, hat die Frau ein natürliches Bedürfnis, sich zu bedecken, weil sie von Natur aus schwach und zart ist. Andererseits sieht man auch, dass die Verhüllung der Frau nicht dazu dient, nur die Blicke der Männer von sich fernzuhalten, sondern auch um ihren Wert in den Fokus zu rücken. Andererseits ist es auch so, die Verhüllung der Frau bezieht sich auf ihren Körper, das ist richtig. Aber es gibt die Verhüllung auch für den Mann. Nur ist es da so, dass die Verhüllung des Mannes sich auf die Augen bezieht. Das heißt, dass der Mann seine Augen schließen muss von den anderen Frauen, die freizügig draußen rumlaufen, um seiner Frau somit nicht die Eifersucht zu erlassen. Ja, und zwar gibt es dafür ein Beispiel auf Seite 405 im Buch Blitze. Das haben wir schon mal gelesen. Sie empfindet die Blicke von 18 zu 20 Männern als lästig. Was aber einen Mann betrifft, so wird er vielleicht nur von einer unter 100 Frauen Abscheu empfinden und sich belästigt fühlen, wenn sie ihn betrachten. Das heißt, der Mann ist viel mehr in der Gefahr, seinen Trieben zu folgen, weil er einfach 99% der Frauen, die ihn anschauen, als schön sieht und diese auch an sich reißen möchten. Das Kopftuch hat aber auch noch andere Vorteile. Und zwar ist die Mutter ja sozusagen das Vorbild ihrer Kinder. Das Vorbild für den Sohn, wie er seine Frau haben möchte, und das Vorbild für die Tochter, wie sie ihr Leben führen möchte. Denn die Mutter ist die erste Frau, die die Kinder kennenlernt. Die Tochter schaut sich zum Beispiel die Mutter an und sieht, ihre Mutter lebt in einer freizügigen Art und Weise. Dann wird dieses Kind mit voranschreitendem Alter nicht auf den Gedanken kommen, sich zu verhüllen. Zumindest ist es sehr schwer, dass sie auf so einen Gedankengang kommt. Denn sie sieht, wie ihre Mutter lebt und folgt ihrem Lebensstil einfach. Der Junge ist in derselben Gefahr. Er schaut sich die Mutter an und beginnt, seine eigene Ehefrau ähnlich wie seine Mutter zu gestalten. Das heißt, dass er sagt, meine Mutter kenne ich so, mit diesen Eigenschaften, mit diesem Lebensstil, und ich möchte, dass meine Frau auch so ähnlich wird. Und dann fängt er an, eine freizügige Frau zu lieben, und das ist dann wie eine Wiederholung. Das heißt, der Lebensstil geht ständig so weiter, bis sich irgendein Junge oder irgendein Mädchen dazu entscheidet, verhüllt zu werden. Allerdings ist es auch so, dass das Kopftuch sozusagen ein Symbol des Islams ist. Das heißt, überall, wenn eine Frau sich bedeckt, mit einem Kopftuch rumläuft, ist das Erste, was einem in den Sinn kommt, ist der Islam. Das Keine wird auf einen anderen Gedanken kommen. Dazu trägt die Frau, bewusst oder unbewusst, dazu bei, dass sie ihre Religion verbreitet. Das heißt, dass die Menschen sehen, es gibt einen Islam.
Und das zählt dann auch als Wohltat. Das heißt, der Frau werden durchgehend Wohltaten aufgeschrieben und das Tragen des Kopftuches zählt auch zum Dschihad, weil es die Verbreitung der Religion auf diese Art und Weise fördert. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة.